Kollege Markus Paschke für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Manchmal erscheint es ja ziemlich subjektiv zu sein, ob man ein Verfahren als objektiv betrachtet. Ich finde, das Verfahren zur Ermittlung der Regelbedarfe ist durchaus objektiv. Es ist nämlich nachvollziehbar und es liegt einer berechenbaren Basis zugrunde. Damit ist es objektiv. Nun kann man allerdings trefflich darüber streiten, ob die statistischen Grundlagen und die Inhalte für die Berechnung der Regelbedarfe richtig sind. Reden wir also über die Grundlagen und die bisherigen Regeln, auch zur Deckung, ob die bisherigen Regeln auch zur Deckung des Bedarfs ausreichend sind. Das Bundesverfassungsgerichtsurteil aus dem Jahr 2014 hat uns auf Leistungslücken und Unterdeckungen hingewiesen. Die Richter haben aber den Gesamtbedarf allerdings auch als gerade noch ausreichend gedeckt gesehen. Erfahrungen aus der Praxis zeigen aber auch, dass wir den Zugang zum Bildungs- und Teilhabepaket verbessern müssen. Immer noch erreicht es viele Kinder und Jugendliche nicht. Ich finde, wir müssen den Zugang zum Paket vereinfachen und von unnötigem Ballast befreien. Der bürokratische Aufwand schreckt nämlich immer noch viel zu viele Eltern ab, diese Anträge überhaupt zu stellen. Außerdem werden wichtige Ressourcen der Jobcenter mit Anträgen und Bescheiden blockiert. Für jede Leistung ist für jedes Kind ein Antrag zu stellen. Sei es nun der Sportverein, Nachhilfe oder das tägliche Mittagessen in der Schule. Weniger bürokratischer Aufwand wäre eine effektive Zugangserleichterung. Hier halte ich Bürokratieabbau für sinnvoll. Der aktuelle Regelsatz von 399 Euro beinhaltet auch 25,14 Euro für Mobilität. In Berlin kostet eine Monatskarte für Empfänger vom SGB II 36 Euro. In meinem Wahlkreis gibt es aber zum Beispiel keinen Sozialtarif für eine Monatskarte. Da kostet sie zwischen 37,30 Euro und 66,80 Euro, je nach Strecke. Und es ist gerade im ländlichen Raum sehr, sehr wichtig, dass man auch Mobilität hat und gewinnt. Viele Bezieher vom SGB II können sich auch kein Auto leisten. Mobilität ist jedoch die Grundvoraussetzung, um Bewerbungsgespräche führen zu können, um zum Arzt zu fahren oder auch um sich mit Freunden zu treffen. Kurz, um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Jedem von uns ist klar, dass die Regelbedarfe sehr eng gerechnet sind. Da bleibt am Ende des Monats kaum bis gar nichts übrig, um Rücklagen für Unvorhergesehenes zu bilden. Grundlegendes wie eine neue Brille, weil sich die Sehstärke verändert hat, einen neuen Kühlschrank oder eine Waschmaschine können da zum Problem werden. Die Kosten übernimmt das Jobcenter nämlich nicht. Und da sehe ich für die Berechnung der Regelsätze durchaus Handlungsbedarf. Die SPD hat ein transparentes und sachgerechtes Verfahren zum Ziel. Realitätsnah und nachvollziehbar, und das Bundesverfassungsgericht hat der Bundesregierung hier auch Hausaufgaben aufgegeben. Ich denke, die arbeiten wir in gewohnter Weise gemeinsam mit unserem Koalitionspartner ab. Und Sie sind herzlich eingeladen von der Opposition und auch von den Grünen, sich daran zu beteiligen. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der